Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Couchplay. Warum das wohl so heißt? Weil wir auf der Couch sitzen. Wir spielen heute Call of Duty Ghost und zwar Team Deathmatch 2 gegen 2, ne? Jo. Mit einem Zips-LP zusammen, Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt lädt das Ding hier quasi. Wir zocken das auf der Xbox. Ja, hier. Guck mal. Guck. Und wir haben jeweils einen Bot noch im Team, weil wir sind ja nur zu zweit und zu zweit ist ein bisschen zu langweilig. Deswegen nochmal jeder einen Bot. Wer bist du? Bist du Ghost? Und drück nochmal rot. Warte, ich mach Team wechseln. Ah, okay. Dann bin ich Föderation. Gut. Dann, warte mich hin. Ich finde das so unglaublich geil. Ja, wir zocken im Multiplayer auf derselben Konsole. Gut, früher war das immer so, ja. Also ich bin das gewohnt, jeder zockt an seinem eigenen PC. Und jetzt sieht man auch noch, was der andere die ganze Zeit macht. Das und wo der ist, das ist obergeil. Das ist, vor allem beide haben noch die Map offen. Das ist, so, das ist Kollege, ich habe schon gedacht. Und ich hatte ja gerade auch die Belohnung von wegen, dass ich so ein Radar auf der Map habe, aber das bringt ja gar nichts. Ich sehe den ja auch so. Ja. Oh, da ist einer. Hallo. Oh, ja. Nein. Hier ist er. Und wir sind keine Konsolenzocker. Nee. Oh. Weg. Gavara. Scheißendreck. So. Also Info, ich bin oben, Sebastian ist unten. Ja. Wie üblich, der zweite Player. Ich weiß das noch früher. Auf der Konsole. Ob das jetzt Super Nintendo war oder irgendwas anderes. Jedes Mal hat man sich drüber aufgeregt. Der zweite zu sein, ja, genau. Weil das war auch oft so, da hat man sich dann verguckt. So, oh, ich hab gedacht, ich bin oben. Das war letztens bei Manuel in einem Mario Party. Das hab ich gesehen, das war richtig gut. Er wusste gar nicht, was los war. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, das war geil. So, das ist die Map Sovereign. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, glaub schon, ne? Ich glaub schon, ja. Oh, warte mal. Aber, was war denn da los? Wer hat denn wen getötet hier? Das weiß ich gerade auch nicht. Wann hat die beiden Bots? Ich werde geblendet. Hallo? Oh. Oh. Ey, schau mal, lass. Nein, ich glaube, der Bot hat mich getötet. Alter, was ist denn hier los? Von den Bots, früher habe ich ja mit Bots geübt im Grunde. Unreal Tournament habe ich nur mit Bots gespielt, weil ich keine Freunde hatte. Ne, weil online war das ja total. Da sind einfach nur voll die Freaks rumgerannt, das war. Oh, Aimbot. Ey, lass mal Hamilton in Ruhe. Aua, oh. aua. Na, Lato, na, oh mein Gott. Jawohl. Ja, Unreal Tournament habe ich 2003 war das, ja. 2003, den Teil habe ich richtig heftig gesuchtet. Ja, da war auch noch der geilste, weil wenn du guckst, Unreal 3 war das, glaube ich, das war nicht mehr so gut. Jo, stimmt. Ja, wobei, bei dem neuen Unreal Tournament Teil, da hattest du ja auch diese Fahrzeuge und diesen komischen, ne, dieses Schwebeteil. Ah ja, so. Gut, das stimmt, das war wieder nice, aber. Was Unreal ist das hier für eine Fabrik? Unreal Tournament habe ich nach einer Zeit. Oh. Nach einer Zeit halt immer auf Godlike gezockt und das war richtig heftig. Früher konntest du auch die Spiele ganz einfach umschreiben, dass die Waffen anders hießen und so. Das habe ich alles mit Michael gemacht. Ja, das war lustig. Oder andere Geräusche einfügen. Ja, Grunde, bei Counter-Strike zum Beispiel, da hattest du dann so eine, so eine Furz-MG und so Sachen. Ich hoffe, ohne Geruch. So. Aber ich finde ja, wenn man Konsole hier und PC vergleicht, wer das machte, sollte eigentlich gekreuzigt werden. Weil das kann man nicht. Ich ziele automatisch, ich halte auf den Gegner automatisch drauf bei der Konsole. Das geht gar nicht beim PC. Eben, deswegen, du hast automatisch einen Aimbot drin. Gut, das kommt aus Spiel an. Du kannst ja auch teilweise die Empfindlichkeit einstellen. Davon. Ja, genau. Aber, ne, guck mal, wenn du gar keine Unterstützung hast, dann ist das noch viel übler zu zielen. Weißt du was, ich bin voll bescheuert, weil ich sehe doch, wo du bist. Ich suche dich hier, warum gucken die einfach auf deinen nach unten? Weißt du warum? Weil wir die Map nicht kennen und dann trotzdem nicht wissen, wo der andere ist. Ja, doch, ein bisschen kenne ich die auch schon. Ich nicht. Auch wenn, also ich habe ja sowieso eine Orientierung wie ein Toastbrot. Deswegen ist das unten, völlig egal. Oben. Oh. War ich das? Warst du das? Warte, du bist in einem Raum mit Computern. Jetzt bin ich in einem anderen Raum. Jetzt bin ich wieder in einem anderen Raum. Okay, hallo? Wir sind. Oh, boah. Diese komischen. Das ist irgendeine Fabrik. Da bist du bestimmt. Hä? Oh. Wenn du mich jetzt triffst, ne?
Ich klatsch dich weg, Junge. Warte, du bist schon wieder unten. Unten. Warte mal. Vor allem, ich finde auch deinen Bot nicht. Ich sehe die ganze Zeit gar keinen. Also die andere Map war da leichter. Wir haben gerade mal zum Test, wie hieß die andere Map? Boah, das Prison war Break. Prison Break, genau. Da war es irgendwie einfacher, aber hier sieht ja alles gleich aus. Fast. Wie Call of Duty Noobs. Ich weiß nicht, also PC gefällt mir auf jeden Fall viel. Oh mein Gott. Oh. Weißt du, dann stand ich einfach mal MG nehmen. Nein. Das sind da geschossen. Ja, aber Granatwerfer, kennst du? Hier, direkt nochmal. So, Mitte vorbeischießt am besten. Also Maus und Tastatur, gut, kann man teilweise auch an die Konsolen anschließen, aber ich finde, das ist irgendwie nicht dasselbe. Ich glaube, brauchst du einfach nur Übung. Ja, Übung. Klar ist das auch Übung, aber du kannst mit der Maus einfach viel präziser umgehen. Ja, deswegen haben die ja hier den Aimbot drin. Weil machen die ja nicht umsonst. Ja. So. Hamilton, warte, Hamilton! Mein Kollege ist Hamilton. Aber so, der Bot, der versteckt sich total, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Gut, kann sein. Vielleicht sehen wir die auch einfach nur viel zu selten. Oder gleich haben die Bots 80 Abschüsse. Oh, warte, du bist da? Ja, dann laufe ich mal rückwärts, wenn du sagst, du bist da. Hallo, kennst du laufen, wenn ich... Ah, ja. Hä? Ich sollte vielleicht mal wieder die Waffe wechseln. Oh. Da hat irgendwo Boom gemacht jetzt gerade. Ja, dann waren da bestimmt die beiden... Supertypen. Ey, ich raffe das nicht, hallo. Aber du bist im roten Bereich. Ah, ja. Oh, schade, ja. Ich hätte dich fast so gekriegt. Guck mal, du hast Feldbefehle. Was ist das? Du musst jetzt 2 Abschüsse mit aufgehaltener Waffe machen. Also ich glaube, aufgehalten ist so mit L. Okay. Ja, so kann ich unglaublich gut treffen. Ich bin der Pro, hast du das gesehen? Das war mal richtig gut. So voll in Zeitlupe gezielt, ey. What the fuck? Leis. Guck mal, der Bot, du Sette. Was denn? Ja, der hat mich mal eben umgemäht. Richtig so. Ich verliere noch gegen Bots. Eigentlich spielen wir gar nicht, sondern wir haben 4 Bots laufen. Ja, wir tun gerade nur so. Oh, hallo. Ach, direkt beide. Cool, oder? Ich glaube, Tag. Hast du den einen weggehackt? Nein. Ah, oh, sehr gut. Das ist mein Kollege. Warte, du bist ja im roten Bereich. Hier ist schwarz. Vor allem, ich habe wieder meine Superwaffe am Start. Da, man hat jetzt gesehen, er hat direkt mitgezogen. Oh. Hast du mich erwischt, sagst du? Ja, leicht. Ich wollte schon sagen, ich verliere, aber da unten bist du ja. Ja, ich bin halt konfus. Nicht so. Oh. Da, jetzt hat man das Extrems, dieses Mitziehen. Aber gut, Konsole halt, hat ja auch jeder den Vorteil. Aber bitte vergleich nicht PC-Spieler mit Konsolenspieler. Das sind zwei verschiedene Welten. Ich glaube, davon mache ich nochmal ein extra Video. Wobei, wenn man die Steam-Konsole bald mal testet, ich glaube, da wird das Zielen angenehmer sein, weil das hat ja keine Analog-Dinger, sondern 2 so Touch-Dinger. Und ich glaube, damit kannst du ganz gut zielen. Mit Touch? Ja, mit Touch immer. Ist das mit Touch? Kann man den Panzer fahren? Warte, dann hast du dann so das Bild auf deinem Control-Pad und da hältst du immer so auf den Kopf? Nee, das nicht. Kennst du doch diese Mäuse, die so eine Kugel haben? Ja. Ja, im Prinzip zielst du so. Ach so. What the fuck? Mich hat gerade der Bot getötet, ne? Von der lief so ganz komisch die Treppe hoch. Jetzt kann ich gar nicht die unglaublich KI zeigen. Wir müssen mehr Bots... Von Call of Duty. Oh, hallo Rosette. Warte, gelbe Treppe. Wie gesagt, bei der anderen Map, da wusste ich ungefähr, wo du bist. Ich nicht. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Meine Fresse, das gibt es doch nicht. Das gibt es echt nicht. Ich kacke in Teich. Ich glaube, ich laufe jetzt mal meinem Bot hinterher. Ich kacke in Teich, hör mal. Warum? Oh nein. Nein. Oh, da blieb genau wieder auf deiner Birne. Geil. Ja, ich hatte auch wieder meine Superwaffe am Start. Was? Was ist da los? Hör mal, lass meine Rosette in Ruhe. Oh. Wo ist denn deine Rosette? Ich hab Hamilton vor mir. Da, Rosette! Oh. Ja, nein. Der hat mich jetzt gerade geklatscht, der Pisser. Ah, der Hamilton? Ja. Ah, ich glaube, der passt sich seinem Meister an. Was hat die denn hier für eine Waffe? Oh. 20 Sekunden. Nein!
Rosette. Was für Name? Dosette, ne? Wer heißt denn so? Keine Ahnung, ich kenne auch keinen. Da reichen sie einen Abschuss in den Sprung. Geil. Warte. Oh mein Gott. Okay, war kein Sprung. Jawoll! 18-11. Ach Mensch, schön mal, das gibt es nicht. Da, guck mal. Komm. Ich wollte springen, dann bin ich auf die Abrüstung gestiegen. Lass mal jetzt eine andere Map mit noch mehr Bots. Noch mehr Bots? 7-7. Das seht ihr bei einer anderen Folge. Jo, also wenn euch das hier gefallen hat, bewertet ruhig das Video, egal ob hoch oder runter. Scheißegal, Hauptsache ihr macht irgendwas. Jo. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt mit Controller und PC, den Unterschied. Tschüss. Tschüss. Wie kannst du ihn denn verloren haben? Ja, ich dachte, ich hänge ihn ab. Wo ist er hin? Der geht bestimmt zur Mitte jetzt.